Philipp war ein lustiger und sehr aufgeweckter Junge, der am liebsten den ganzen Tag spielen wollte. Nachts flog er auf seinem Raumschiff weit weg von zu Hause in fremde Welten und faszinierende Galaxien. Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. So wie du dich wunderst, warum ich hier auftrete, so erstaunlich finde ich deinen lahmen Gesichtsausdruck. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, weshalb ich hier bin. In Wirklichkeit ist dir das natürlich schnurz wie nur was. Im Traum konnte Philipp alles hinter sich lassen. Sobald er die Augen schloss, ging die Reise los und er schwebte davon. Seht ihr euch gern Horrorfilme an? Je billiger sie daherkommen, desto besser sind sie. Aber die billige Masche hat nichts mit dem Budget zu tun. Ich weiß, ich bin kein lieber Junge. Ungekämmt und die Nase voller Popel. Dreckige Fingernägel. Aber es ist eben so, wenn man auf der Straße wohnt und es keinen juckt. Später versuchte ich, dich anzurufen. Deine Mama und dein Daddy, die sagen, ich wäre nicht gut für dich. Sie nennen mich einen Dreckspatz. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?